Und da ist er wieder. Ich sehe ein Blaulicht und schon liegt er mir wieder im Ohr. Manchmal frage ich mich, hätte ich mein Jahr im Zivildienst ohne den Radetzky-Marsch überstanden? Ich bin der Patrick, ich bin der neue Zivi. Für offene Wunden hast du Verbandszeug, für alles andere Medikamente. Aber du kapierst schnell, es gibt Verletzungen, da ist der Rettungssanitäter machtlos. Wollt's nicht einen Kaffee? Na, es geht nicht. Wenn ein Patient in seiner Wohnung stürzt, dann wirst du über das Hausnotrufsystem alarmiert. Nachts gibt's immer ganz besonders viele Berufungen. 9 Tore in der Bundesliga, 10 Vorlagen. Torhüter, Sicherheit, Kampf. Und dann aufhelfen, mit angelernten Floskeln aufmuntern, unterschreiben lassen, wieder schauen. Mehr ist eigentlich nie drin.
Was, wenn es mehr gibt, das man tun kann? Aber niemand kann überall gleichzeitig sein. Manchen Menschen kann man aufhelfen, so oft man will. Jesus, Sir, bitte, Herr, du Meister. Entschuldigung. Passieren auch noch Dinge, die gehen dir so nah, dann kannst du dich überhaupt nicht mehr bewegen. Hat der gesagt, Siebenbrunner Straße? Jetzt Druckmassage. Jetzt. Ja, hier 165. Wir brauchen dringend einen Notarzt. Reanimation in der Siebenbrunner Straße. Manchmal kommt die Rettung auch, ohne dass man sie gerufen hat. Ein Gespräch mit Kollegen hilft manchmal mehr als alles andere. Vor allem,
wenn sie dir auch noch den Trick verraten, mit dem sie es schaffen, ihren Alltag zu bewältigen. Immer im Radetzky-Marsch. Immer alles im Radetzky-Marsch. Und so tanzten wir den Radetzky-Marsch.